Was soll das? Ich bin Boris Becker. Warum die Deutschen mich so anpissen tun? Wegen meinen Frauen und wegen mein Geld, was ich insofern haben tue, als ich es gar nicht habe. Aber ich gehe jetzt mal in der Matthias-Richtling-Show, um denen zu zeigen, dass ich als Problem ernst bin für mich und dass ich den ihr Boris überhaupt gar nicht bin, weil ich überhaupt gar kein Deutscher bin, so. Und das hätten alle schon längst merken können, an dem, wie sie hören, sehen, merken, wie ich sprechen tue mit meiner Sprache. So, jetzt habt ihr's. Vielleicht lässt sich Nahles besser verstehen durch jemanden, der einen noch einfacheren Wortschatz hat wie Sie und mit den Deutschen auf ähnlichem Kriegsfuß steht wie Frau Nahles. Zum Regieren begrüßen wir also in der Matthias-Richtling-Show Deutschlands Maskottchen und Idol und gleichzeitig Lachnummer Boris Becker, der eines mit Frau Nahles gemeinsam hat. Der zweite Satz geht meist daneben. Guten Abend, Boris, guten Abend, bitte, bitte. Nee, hier, wenn Sie immer das Gleiche nehmen, Sie das. Danke. Ja, also da muss ich mal was klarstellen. Ich bin niemand des Boris, ich bin der Herr Becker. Ah, das ist sehr seriös. Also, Herr Becker, guten Abend. Ja, das bin ich auch. Ich bin Geschäftsmann und zwar erfolgreich. Aha. Ja, mit jetzt 60 Millionen Schulden. Das ist doch egal, in welche Richtung. Oh, dann herzlichen Glückwunsch. Dann. Was sagen Sie denn zum Chaos von Jamaika? Also, da bin ich froh, dass ich da nicht mehr hingehe. Nach Deutschland? Nach Jamaika? Was? Weil das ist ja in Ordnung, wie die das machen. Aber dass die so umgehen mit diesen Mugabe, mit 93 das Jahren. Ist doch, das ist, Sie meinen Simbabwe, meinen Sie? Simbabwe. Warum reden Sie dann von Jamaika? Ich spreche von einer möglichen Koalition in Jamaika Farben. Die FDP will nicht, jetzt will auch die SPD nicht. Und die wollten von vornherein ein Chaos. Was sagen Sie dazu? Ja, mich wollte auch keiner. Was? Und ich habe nur 60 Millionen Schulden. Deutschland hat 2 Billionen Schulden, das sind 2000 Millionen Millionen. Das ist doch klar, dass diese FDP, SPD, FDP das nicht übernehmen wollen. Aber so kann man das doch nicht, Frau Merkel will ja Deutschland übernehmen, so kann man das doch nicht sagen. Ja, was reden Sie wahrscheinlich, denn? Weil sie weiß, wo noch viel mehr Geld versteckt ist. Ach, das ist doch komisch. Zu mir kommt ein Londoner Gericht im Juni, sagt, ich bin insolvent wegen 60 Millionen Schulden. Deutschland hat 2 Billionen Schulden, da kommt kein Londoner Gericht. Also, und sagt, das ist insolvent, das Verdächtiger geht's doch gar nicht. Was? Was soll das? Ich bin Boris Becker. Und wenn ich das nachlesen tue, was im Fernsehen immer geschrieben ist über mich, dass ich da wegen den Schulden, dass bei mir das finanziell so aussieht, als ob es das aussieht, dass, von, dass ich was nicht gedeckt habe. Früher waren es die Frauen und jetzt soll es also das Geld sein. Aber es gibt so viel, wo ich Geld kriege, so technologische Immobilien, Energie oder beim Poker, so, ja, wo mir der Ernst vom Spiel das mal zeigt, wie ich mein Leben vielleicht verspielt habe, aber da muss ich sagen, mein Leben ist Spiel, Tennis ist Spiel, nur Deutschland ist ernst, so ist es doch, aber ich habe mich ja dem Ernst von Deutschland, habe ich mich ja hingegeben, so, ich habe ja alles, ich habe ja durch meinen Sieg in Wimbledon 1985 habe ich ja überhaupt Deutschland erst bekannt gemacht. Vorher hat ja überhaupt gar keiner gewusst, was Tennis ist und wo Deutschland liegt. Es war nach dem Krieg alles zerstört. So war es doch. Ich habe ja Deutschland wieder aufgebaut, mental. Durch meinen Sieg habe ich ja ganze Industriezweige hergestellt, die Tennis verkauft haben. Bälle, Tennissocken, Schläger, Netze, Textilien, Klamotten, Rohstoffe, Schadstoffe und Kraftwerke und Stromerzeugung. Das gehört ja alles dazu. Das ist ja durch mich überhaupt erst in Deutschland erblüht. So hier, Royal Flush, hier, so, so. Aber Deutschland grapp ich mich nur an. So. Ich bin doch in einer Weise von Deutschland missbraucht worden. Da können die
Frauen von diesem Weinstein und die Männer von Kevin Spacey, die können ja nur davon träumen. Aber ich habe das halt immer gesagt. Von vornherein gesagt, nicht wie diese Frauen, dass ich da 30 Jahre warte, bis sie mal nach 30 Jahren merken, dass sie von hinten angefasst worden sind. Nein, so ist es doch. Wir Männer werden doch gerade nur reduziert auf Frauen. Dabei fassen Männer ganz andere Sachen an, außer Frauen auch. Auto. Das ist doch, da haben viele viel mehr sexuelle Erregung, wenn sie mit der flachen Hand fahren über den Autolack. Oder Lederjacken. Das ist doch geiler wie ein Frauenarsch. Viele Männer fassen nur deswegen Frauen von hinten an den Lederrock, weil sich das fühlt wie Autolack. Aber mir haben diese Sexismusdebatten überhaupt nichts genutzt, weil Deutschland grapscht mich trotzdem weiter an. Passe, Mühle, Schachmatt. Wie sagt man im Poker? Mensch, ärger dich.